Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze, zum Vollmond-Reading am 5.7. Ja, der Vollmond in seiner vollen Kraft mit einer Finsternis, mit der erdigen Energie des Steinbock, mit Saturn, mit, ich weiß gar nicht was alles, auf alle Fälle mit einer kraftvollen Energie, die dich jetzt ja in dein Leben führen möchte. Mein Name ist Sirut Sabine Haller von lebensradweg.de und als kurze Vorabinfo, ich habe alle Informationen zu den Karten, die ich verwende, zu den persönlichen Readings, zu Fragen, all das habe ich unten in der Infobox für dich verlinkt. Und jetzt möchte ich direkt in die Energie dieses wirklich kraftvollen Vollmondes hineinschauen und mit dir die Energien, ich sag jetzt mal, abgreifen, die gesehen werden möchten, die in dein Leben verankert werden möchten. Das, was der Vollmond für dich beleuchten möchte. Die Energiekarte, die hier liegt, habe ich schon vorab aus dem Deck springen lassen. Und sie zeigt für dich der heilige Teich. Der heilige Teich ist letztendlich dieser stille See in deinem Herzen, der, wenn die Oberfläche ganz glatt ist, wie ein Spiegel ist, wie dein Seelenspiegel, und genau dort darfst du mit diesem Vollmond noch einmal ja, hineinblicken, hineintauchen und einfach in den Energien spüren, was da jetzt für dich an die Oberfläche kommen möchte. Ich finde es auch gerade so schön, das Licht, wie das hier auf diese Person fällt, die hier in diesem Teich schwimmt. Und hier ist auch nochmal so ganz zart, als wenn die Seele da nochmal mehr hineinkommen möchte. Spüre da in dir, wo es Stille braucht, wo es Zurückgezogenheit braucht, um da bei dir anzukommen, an deinem heiligen Teich anzukommen und dich auch mal dieser tragenden Kraft des Wassers hinzugeben. Dich einfach mal darauf einzulassen, dass da eine tiefe Tiefe in dir ist. Und die Tarotkarten bringen hier als erstes den Ritter der Münzen, der eben auch sagt, bleib mal stehen. Schau dir mal da deinen Selbstwert an. Ich habe den da hier auf meiner Hand. Schau hin. Bleib stehen. Schau hin. Feuerenergie ist ja immer so nach vorne, nach draußen, nach außen. Und vielleicht geht es mit diesem Vollmond bei dir darum, wirklich mal nach innen zu schauen. Die acht Münzen und dir das anzuschauen, was du schon alles in deinem Leben aufgebaut hast, dir erarbeitet hast, wo du schon ganz viel an dir selbst, an deinem Selbstwert gearbeitet hast. Die drei Schwerter. Oh, die sieben Stäbe, ja, und die sechs Schwerter. Es geht bei dir darum, einfach mal stehen zu bleiben und zu schauen, wo und wie es mit deinem Selbstwert bestellt ist, wo da noch alte Verletzungen in dir sind, an denen du jetzt hier gerade auch schon arbeitest, wo du dir ein Stück weit schon mal deinen Platz erarbeitet hast, aber dennoch tauchen diese alten Verletzungen auf, dieser Herzschmerz. Das kann
ganz unterschiedliche Auslöser haben, aber er taucht eben auf und möchte hier in diesem Vollmond nochmal von dir angeschaut werden. Und womöglich steht auch bei dir eine Entscheidung an, hier ganz neue Wege zu gehen und diese unruhigen Gewässer zu verlassen. Ich möchte gerne noch eine Karte hier für diese erste Reihe. Ja, der Ritter der Schwerter. Und vielleicht kommt diese Erkenntnis hier sehr plötzlich, schmerzhaft, sehr schneidend, dass hier von außen was auf dich zugetragen wird, wo du wirklich deinen Platz behaupten musst und dann die Entscheidung triffst, nee, das ist mir hier wirklich zu wild, zu unruhig. Auch wenn du als Feuerzeichen mit diesen wilden, unruhigen Kräften umgehen kannst. Aber das hier ist schon heftig und ich glaube, du wirst hier die Entscheidung treffen, für dich in ruhigere Gewässer überzusetzen, dich in dieses Boot hineinzusetzen und auf deinen See hinauszufahren. Auf deinem heiligen Teich hier Ruhe zu finden und auch Heilung zu finden für diese ganzen Geschichten, Herausforderungen, die hier im Außen, das ist ja im Außen, kommt das ja auf dich zu, aber es berührt eben einen Aspekt hier in deinem Inneren, der noch nicht so ganz geheilt ist, wo du vielleicht ein Pflaster drauf geklebt hast, was jetzt mit Wucht runtergerissen wird. Bleib stehen, bleib da, fühle hin, nimm deinen Platz ein oder bleib auf deinem Platz und sage ganz klar hier, so nicht mehr. So nicht mehr mit mir. Es geht auch nicht mehr darum, dass du dich jetzt hier verteidigen musst gegen das Außen. Du bist, glaube ich, hier dieses Verteidigens schon müde. Du möchtest diese Verletzung, diesen Herzensbruch hier heilen und wirklich bei dir, in dir ankommen. Welchen Hinweis gibt es hier zu den drei Schwertern? Was möchten uns die drei Schwerter sagen? Schau, Kampf, Streit, aufgewühlt in dir, im Außen. Das reinste Aufeinanderknüppeln, so fühlt sich das gerade an. Auch hier die acht Schwerter. Dieses, je mehr du dich in diese Situation hineinziehen lässt, dich in dieser Situation, ja, auslaugen lässt auch, umso gefangener fühlst du dich und umso weniger kannst du hier einen Ausweg erkennen? Ich hätte gern noch eine Karte zu den acht Schwertern. Du musst dich nicht als Opfer der Umstände fühlen. Du kannst für dich entscheiden. Du kannst direkt, wow, hast du das gesehen, da rausgehen. Die sechs Münzen. Du kannst erkennen, wie hier andere von deiner Energie abhängig sind, wenn du darin in diesem Kampf bist, wenn du dich darin verstrickst. Schau mal, was gerade an der Unterseite liegt, die Mäßigkeit. Es geht um deine Heilung. Und ich möchte gern jetzt hier noch ein bisschen schauen. Ich habe es schon gespickt, ich habe es schon gesehen.
der Stern, es geht um deine Heilung. Es geht darum, dass du in dir ins Gleichgewicht kommst, dass du aus diesen alten Kämpfen aussteigen kannst. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass du hier wirklich stehen bleiben darfst, um dem ins Auge zu blicken, was hier der Ritter der Schwerter im Sturmgalopp auf dich zupreschend mitbringt. Es geht hier wirklich um tiefe Heilung. Eine Karte hätte ich gerne noch, da klappt sie sich rum. Es geht darum, deinen Wert zu erkennen. Der Bube der Münze, er hat eine Botschaft für dich. Auch der Ritter der Schwerter, indem er einfach draufhaut. Aber das bist nicht mehr du. Du lässt das auch nicht mehr mit dir machen. Du bist hier schon auf dem Weg zu deinem Selbstwert, zu deiner Heilung hin. Ganz tiefe Heilung findet hier statt. Und du darfst dann diese Heilung auch feiern. Ich hoffe, dass man das sieht. Ich schiebe das mal noch so ein bisschen hier rüber. Du darfst diese Heilung feiern in dir. Du lässt dir das nicht mehr gefallen. Aber du reagierst anders, wie du früher reagiert hast. Früher hättest du dich hier in diese Kämpfe reinziehen lassen. Dann hätte es irgendwo ein Opfer gegeben oder du hättest dich als Opfer gefühlt. Aber du bist bereit, hier in dir nachzuspüren. Da brauchst kein Opfer oder kein Gönner mehr. Du bist bereit, deinen Platz einzunehmen, ihn zu behalten, ihn zu verteidigen und gegebenenfalls auch komplett ohne Kampf aus dieser Situation herauszugehen, weil du spürst, diese Kämpfe führen zu nichts, außer zu weiteren Verletzungen. Und weil du spürst, dass eben diese alten Verletzungen jetzt geheilt werden dürfen. Dass sie in dir heilen dürfen. Und ich finde diesen Ritter der Münzen hier gerade ganz passend. Dieses bleib doch mal stehen und schau doch mal genauer hin. Bleib doch mal stehen, lass ich diesen Seelenspiegel, diesen heiligen Teich, diese Wasseroberfläche beruhigen und blicke tiefer. Genau dazu lädt dich der Vollmond ein, liebes Feuerzeichen. Und ja, die Energie ist wirklich schon sehr, sehr kraftvoll, schon einige Tage deutlich spürbar. Erlaube dir, gut für dich zu sorgen. Erlaube dir jetzt, in deine Heilung hineinzugehen. Hier siehst du den Teich bei dem Stern. Und siehst du hier bei den 8 Schwertern, wie quasi Ebbe ist in deinem Teich, wie das Wasser hier abfließt. Lass es nicht so weit kommen. Spüre, fühle, tauche hinein in deine Gefühle, um dir Raum für Heilung zu geben. Und schau wirklich ganz genau hin, wie der Bube der Münzen, der ganz genau hinschaut, offen und ehrlich, ganz klar. Und dann lass dich selbst hier auf fruchtbarem Boden nieder. Ganz neue Wege, ganz neue Energien, die sich dann hier zeigen können und wo du, ja, dich feiern darfst. Wow, meine Lieben, das ist die zweite kraftvolle Energie, die ich hier heute durch mich durchfließen lasse. Ich möchte jetzt gerne in der Fortsetzung schauen, was das hier für alte Themen sind und nochmal tiefer blicken, wie du für dich in deine Heilung, in deine Transformation gehen kannst. Der Link zur Fortsetzung ist auch unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Und allen anderen wünsche ich ja eine kraftvolle Zeit, ein kraftvoller Vollmond. Erlaube dir, stehen zu bleiben und in
diesen Seelenspiegel zu schauen. Alles, alles Liebe.